meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, kurzen Video. Genau. Ich habe wieder für euch ein Adventskalender-Türchen wieder bereitgestellt. Wie immer eigentlich jetzt jeden Tag. Und bevor ich jetzt lange rumbabble, da ich nicht allzu großartig jetzt Zeit habe, weil ich jetzt gleich los muss zur Arbeit, dachte ich, fange ich jetzt mal ganz fix an. Und haben jetzt hier die 8. Türe. Ich ziehe euch wieder ein bisschen runter, soweit es geht. Und mache jetzt einfach mal die Türe auf. So. Und heraus kommt dieses Produkt. Da schauen wir mal, was das ist. Oh, das ist aber hübsch. Sorry. Ich glaube, meine Erkältung ist wieder zurück. Wenn ich das rauskriege, wäre das ja schön. Das ist aber fest. Müssen wir mal mit der Schere so ein bisschen anhebeln. So. Der will aber nicht. So, jetzt aber. Machen wir auch direkt die 8. Türe kaputt. So. Also. Jo, irgendwie geht die Woche relativ schnell um jetzt mit den Türchen. Naja. Aber es macht echt richtig Spaß, daraus was zu machen. Und zwar, was ist das denn schön? Sieht aus wie ein, ja, Glitzer. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, Glitzer für Nageldesigns oder man könnte auch Glitzer machen mit fürs Auge, dass man ein neutrales Farbschema nimmt und dann ein bisschen Glitzer auf dem Auge tut. Das finde ich ja echt super. Jo. Freue ich mich aber. Oh ja, sehr, sehr schöner, feiner Glitzer. Seht ihr das? Richtig schön. Ja. Richtig schöner Glitzer ist das. Guckt mal. Oh, da freue ich mich aber. Und da er auch noch so ein bisschen fein pudrig ist dazwischen, könnte ich mir vorstellen, dass es fürs Auge auch sehr, sehr gut geeignet ist. Aber wie gesagt, man kann ja auch ein paar Glitzerplättchen auch rausziehen und es dann auf den Nagel drauf packen. Ich denke mal bestimmt, dass es auch zweierlei auch so geeignet ist. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und gucken wir mal, ob wir da ein bisschen reinkriegen wieder in das Schöpfchen. Hier, jetzt liegt hier ein bisschen Glitzer rum. Aber ist ja nicht schlimm. Da ist so ein bisschen was auf dem Deckel. Machen wir aber schnell wieder zu. Dann versuche ich das mal ein bisschen hier abzubekommen. Jo, also ich freue mich, dass dieses Pöttchen dabei ist. Da freue ich mich echt drauf. Da werde ich auf jeden Fall bestimmt mal gucken, wenn es Zeit ist, dass ich da mal ein Design mache. Ich werde auf jeden Fall vorarbeiten, weil ich muss bis zum 23.
Dezember noch arbeiten. Ich habe zwar dazwischen noch frei, aber dann könnte ich, wenn ich am 23. die letzte Schicht habe, am Abend nochmal die Nägel lackieren schon. Also erstmal eine Schicht und dann an dem nächsten Tag könnte ich ja mal gucken, ob ich dieses Glitzer dann auf die Nägel bekomme. Und dann kombiniert mit einem Make-up dazu, kann ich bestimmt auch nochmal schauen, ob ich da das kombinieren kann. Also ich werde dann auf jeden Fall erstmal ein Auge ausprobieren an dem Tag. Wenn es dann nicht funktioniert, aber nur für die Nägel, nehme ich das halt nur für die Nägel. Ja, finde ich wirklich super cool. Ich weiß aber, wie gesagt, noch gar nicht, ob ich noch ein Make-up und Outfit Make-up und Outfit of the Day hinbekomme am Heiligen Abend. Ich muss mal, wie gesagt, gucken, wie ich das schaffe, weil wir ja auch bei meiner Schwester eingeladen sind zu Heiligabend. Und meine Eltern müssen meine Oma dann abholen für meine Schwester. Ja, aber es sieht wirklich gut aus. Ich werde auf jeden Fall mal gucken. Ansonsten werde ich mal gucken, ob ich das am nächsten Tag noch anziehen kann. Dann kann ich euch dann ein Outfit und Make-up dann nochmal präsentieren vor der Kamera. Oder ich werde es mal posten oder so. Ich muss mal gucken, ob ich dazu die Muße wieder habe, auf die Plattform wieder zu gehen. Ich muss mal gucken. Ja, auf jeden Fall finde ich das super, super schön. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das hat auch so einen schönen Holo-Effekt. Das glitzert sehr, sehr gut. Ja, genau. Also ich habe hier noch ein bisschen Glitzer noch auf den Händen. Aber ich glaube, wenn ich regelmäßig gleich mit Desinfektionsmittel mich einschmiere, dann geht es so langsam weg. Ja, genau. Wo tue ich das denn am besten hin gleich? Ich lege das jetzt erstmal zu den Lidschatten. Ist ja wie so ein Pigment. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Das war eigentlich ein sehr, sehr schnelles Video. Morgen ist Freitag. Morgen werde ich auch versuchen, ob ich vormittags ein Video drehen kann. Ansonsten seht ihr mich dann abends nochmal ganz fix. Das klappt ja jetzt mittlerweile relativ gut. Ich bin zwar am Ende des Tages ein bisschen K.O. durch die Spätschichten. Das hatte ich immer schon, seitdem ich dort anfange. Aber macht ja nichts, ne? Hauptsache, ich schaffe es noch ein paar Minütchen mit euch zu verbringen. Ich freue mich auch sehr und mir macht es auch immer noch ein bisschen Spaß, natürlich. Ja, was heißt ein bisschen? Mir macht es Spaß. Ja. Es war ein bisschen oft immer sehr knapp, wenn ich meine Videos mache. Aber naja. Ist ja nicht so tragisch, das kennt ihr ja schon, weil jeder hat auch ein Privatleben. Jeder muss auch was für sich selber was tun und ja, das kennt ihr ja schon. Genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, falls ihr das etwas später schaut. Und ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.